Mitkameraden, ich habe gerade eben ein Tagesschau-Video hochgeladen, wo so ein Experte namens Zicke interviewt wird zu der Thematik. Es sind jetzt ja angeblich mehr als 50% sind gegen Flüchtlinge oder haben Ressentiments. Ne? Das war das Thema. Bei Fokus wurde es auch so blöd geframed. Bei Fokus mehr als 50% haben Ressentiments gegen Flüchtlinge, aber es gibt auch Hoffnungsschimmer. Das ist, als ob das negativ wäre. Ne? Ja, und dieser Experte wurde jetzt interviewt. Ne? Also zu der Frage, Zicke heißt er, zu der Frage, dass jetzt mehr Leute gegen Flüchtlinge sind als zum Beispiel 2015. Ne? Und er hat dann so argumentiert, die Flüchtlingszahlen sind ja runtergegangen. Ne? Und deshalb ist die Ablehnung für Flüchtlinge gestiegen. Ne? Denn weil jetzt weniger Leute Kontakt mit Flüchtlingen haben. Ne? Ne? Das ist die Argumentation. Ne? Heute haben weniger Menschen Kontakt zu Flüchtlingen als 2015, weil ja die Flüchtlingszahlen gefallen sind. Ne? Das heißt, dass der Flüchtling heute weniger bekannt ist. Ne? Und deshalb kann man besser Vorurteile haben. Ne? Das ist quasi die Logik dahinter. Ne? Und dann natürlich wieder der Klassiker, besonders die Leute in irgendwelchen sächsischen Dörfern, die noch nie einen Flüchtling auch nur auf Entfernung gesehen haben. Ne? Die sind besonders dagegen. Ne? Muss man das überhaupt rhetorisch auseinandernehmen? Also das erste fand ich besonders blöd, ne? Weil die Flüchtlingszahlen gefallen sind. Deshalb ist die Ablehnung gestiegen, ne? Ne? Die Flüchtlinge sind ja immer noch da, ne? Auch wenn es jetzt im Jahr weniger Flüchtlinge gibt, die kommen, weniger Flüchtlinge kommen. Aber heute gibt es in Deutschland mehr Flüchtlinge als 2015, ne? Und wirklich diese intellektuelle Unredlichkeit, mit der selbst Spitzenakademiker oft argumentieren, ne? Diese offensichtliche Abstrusität, ne? Das ist für mich oft schwer fassbar. Ne? Und also Zicke heißt der Mann, ne? Ist natürlich irgendwie ein Professor, ne? Und diesem Idioten widme ich dieses Video, ne? Ich wünschte, ich hätte seine E-Mail-Adresse und könnte es ihm schicken.